Eigentlich mehr als aus Zufall hat Lichtenberg die nach ihm benannten Lichtenbergschen Figuren entdeckt, weil er seinem Spieltrieb nachgegangen ist und mit seinem großen Elektrophor, das wirklich sehr, sehr groß war, 1,90 Meter im Durchmesser oder sogar 2 Meter, das bei ihm in seinem Labor stand, herumgespielt hatte und auf der Oberfläche merkwürdige Formen entdeckte. Er hat dann selber herausgekriegt, dass man diese Formen reproduzieren konnte, und das zeige ich Ihnen jetzt, wie ich das mache. Dazu muss ich den Elektrophor erstmal aufladen, wie wir das ja schon kennen. Die Plastikfläche ist noch gerieben, ist geladen, und ich verbinde den Deckel, die Oberfläche des Deckels mit dem geerdeten Rand, hebe den Elektrophor an, setze einen Nagel, den ich isoliert halte, auf eine Plastikplatte und berühre mit dem Elektrophordeckel diesen Nagel. Zunächst mal sieht man gar nichts auf der Plastikfläche. Ich nehme sie ab, nichts zu sehen, lege sie auf den Taglichtprojektor und bestäube sie dann vorsichtig mit Bärlappspuren. Ja, etwas kräftiger kann das gehen. So. Und im Bild hinter mir müssten Sie langsam sehen, dass sich dort eine Figur bildet. Ein sehr schöner Stern mit ausgeprägten Ärmchen, denen nicht unähnlich, wie Lichtenberg sagt, die der Frost an die Fensterscheiben malt. So, und jetzt kann man das noch so ein bisschen schütteln, und da ist die fertige Lichtenbergsche Figur. Ungefähr 10 cm im Durchmesser, sehr schön die Verästelung nach außen hin, wunderbar.